Ja, schönen guten Morgen. Schön hier zu sein. Und ich starte direkt mit einer kleinen erfundenen Geschichte zur Einleitung. Da ist ein Mann, ein gut bezahlter Architekt, und er hat Frau und Kinder, eine Familie und einen gut bezahlten Job eben und ein Haus, ein Auto, eigentlich alles, was man sich so wünscht. Und er weiß es aber nicht so richtig zu schätzen und ist stark fokussiert auf seinen Job. Und er würde gern befördert werden und denkt, er verdient das auch so von seinem Chef und arbeitet sehr viel dafür, aber die Beförderung bleibt aus. Und sein Alltag und seine Verpflichtungen neben seinem ohnehin stressigen Job, nerven ihn so ein bisschen. Er will eigentlich lieber arbeiten, sich fokussieren auf seinen Job. Und durch glückliche Umstände kommt ihm irgendwann so eine Fernbedienung in die Hände für sein Leben, womit er unglückliche Situationen oder Momente, die er nicht so mag, gerne vorspulen kann, um sie zu überspringen. Und auch prompt in der gleichen Woche hat er einen Streit mit seiner Frau und er denkt sich, ich habe ja diese Fernbedienung bekommen, mal gucken, ich probiere sie mal aus. Holt sie raus, drückt auf Vorspulen, auf einmal vergeht die Zeit total schnell und alles wird eben vorgespult und er findet sich ein paar Stunden später wieder in der Zukunft und alles ist vorbei. Der Konflikt wurde zwar nicht gelöst, keiner weiß, was passiert ist, aber er hat zumindest seine Ruhe. Und so macht er das mit mehreren Sachen, die ihm irgendwie nicht so bequem sind im Leben. Und er macht das schließlich so lange, bis er befördert wird. Und er hat sein Ziel endlich erreicht. Klasse, er freut sich. Und prompt hat er aber neue Ziele in seinem Leben, in seinem Kopf, die er verwirklichen will und ist nicht zufrieden. Und na gut, aber er hat ja die Fernbedienung. Er macht das einfach immer so weiter, bis er dann schließlich am Ziel ist. Aber plötzlich ist er Rentner und er hat alle Ziele erreicht, die er so hatte, die er sich vorgenommen hatte, ist Multimillionär, sehr erfolgreich in seinem Beruf geworden, aber seine Frau hat sich von ihm scheiden lassen, seine Kinder wollen nichts mehr von ihm wissen und er ist krank, weil er so viel gearbeitet hat. Und diese Geschichte soll uns einfach als Negativbeispiel dienen für das heutige Thema. Alles hat seine Zeit und wir stellen uns heute auch so die Frage, wie begegnet man aktuellen Lebensphasen oder der Phase im Leben, in der ich gerade stecke, am besten, am sinnvollsten? Ist es jetzt gut, wie dieser Mann, immer auf die Zukunft zu schauen, was kommt und was will ich erreichen? Oder soll man vielleicht lieber in die Vergangenheit schauen, zu schauen, was ist gewesen, was war gut in der Vergangenheit? Lass uns in den Text einsteigen und zusammen lesen aus Prediger 3, Vers 1 bis 15. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit, abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit. Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit. Herzen hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit. Behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit. Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann nichts dazu tun noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchten soll. Was geschieht, das ist schon längst gewesen, und was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Und Gott holt wieder hervor, was vergangen ist. Und wir kommen zum ersten Punkt direkt. Alles hat seine Zeit. Und es betrifft die Verse 1 bis 10. Das ist so, wie der Text anfängt, aber auch aufhört. Es ist eingebettet in dieses Thema.
Und der Text ist eigentlich sehr bekannt und viele verstehen ihn so, wie ich glaube, nicht ganz korrekt, aber viele verstehen ihn so als eine Beschreibung des Lebens. Das Leben hat verschiedene Phasen, mal gibt es Lachen, mal Weinen und so ist das Leben eben. Aber es gibt noch einen Aspekt daran. Vers 1. Für alles gibt es eine Stunde und für jedes Vorhaben unter dem Himmel eine Zeit. Dann kommen so Paare von Aktivitäten, die gegensätzlich sind, eben, ne? Weinen und Lachen. Und was macht es jetzt, dass es für jede Aktivität eine Zeit gibt? Was wäre denn die Alternative, ne? Dass es unbegrenzt wäre, also dass man nur lacht oder nur weint. Und das ist natürlich ein bisschen komisch. Jemand, der nur weint, ist depressiv. Jemand, der nur lacht, ist irgendwie verrückt. Das heißt, es ist ganz normal, dass es beides gibt. Lachen und Weinen im Leben. Es gibt Auf und Abs. Aber was ist mit Hassen in Vers 8? Sollen wir nicht unsere Feinde lieben? Und wichtig hier ist zu beachten, dass die Verse 1 bis 8 Poesie sind. Und es geht vielmehr um die Einprägsamkeit der Worte als um die Präzision und diese lehrmäßige Korrektheit. Überhaupt ist es wichtig, jetzt an diesem Buch des Predigers zu verstehen, dass es Weisheitsliteratur ist, die besonders den Leser ganz praktisch belehren will und praktische Lebensprinzipien oder Lebenshilfen geben möchte und eben deshalb einprägsam sein will. Und es verbindet so diese Poesie und normale Texte, um das zu schaffen. Vers 9. Welchen Gewinn hat also der Schaffende bei dem, womit er sich abmüht? Diese Frage kommt häufig im Buch des Predigers vor und die Antwort ist immer dieselbe. Keinen. Gewinn ist immer das, was am Ende übrig bleibt. Und der Prediger kommt zum Schluss, dass man kann sich abmühen, wie man will im Leben. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Man kann nichts mitnehmen. Und das zeigt jetzt so diesen zweiten Aspekt, nämlich die Vergänglichkeit des Lebens. Also, und dann, wenn man die Verse jetzt nochmal liest, ist so dieser Aspekt im Vordergrund oder man nimmt es auf einmal wahr. Man pflanzt und man reißt wieder aus. Man baut und bricht wieder ab. Das ist eben diese Vergänglichkeit. Nichts bleibt bestehen im Leben. Vers 15 am Schluss, dasselbe Thema. Was da ist, war längst und was sein wird, ist längst gewesen. Selbst wenn man denkt, sowas hat es noch nie gegeben. Für Gott ist nichts neu. Es gab es alles schon mal und langfristig wird nichts Gewinnbringendes erschaffen, was irgendwie Ewigkeitswert hat. Vers 11, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Das Bild wird heller und es ist gut so, wie es ist, dass es diese Zeitlichkeit gibt. Gott hat es so gemacht. Es gibt nicht nur Wein und nur Krankheit. Ist ja auch was Ermunterndes. Wie erleben wir diese Zeitlichkeit in unserem Leben? Man sieht es eigentlich an unserer Umgebung und wie Alex eben das auch gezeigt hat, wir sind teilabhängig von diesen Prozessen, die der Zeit unterworfen sind. Und die Erde dreht sich zum Beispiel um die Sonne in einem Jahr, kommt wieder zum Ausgangspunkt zurück, wo sie war und fängt wieder von neuem an. Es gibt die 4 Jahreszeiten bei uns und die wechseln immer. Es gibt nicht nur Winter. Aber wir als Geschöpfe sind auch in diese Zyklen eingebettet und wir selber haben diese Zyklen. Zum Beispiel, wenn man morgens aufsteht. Man steht auf, man ist frisch und gesund oder munter und geht so durch den Tag, schafft was, arbeitet und dann wird man müde im Verlauf des Tages, muss sich hinlegen, muss schlafen gehen und es geht von vorne los. Oder das Gleiche mit dem Essen. Wir essen was, essen uns satt und werden dann im Verlauf von ein paar Stunden wieder hungrig und es geht von vorne los. Das heißt, das ist nicht nur etwas Beiläufiges, diese Zeitlichkeit, sondern es betrifft wirklich die Grundlage unseres Wesens. Und es ist gut so. Gott hat es gut so gemacht. Ich will uns ermutigen, dass wir diese Zeitlichkeit des Lebens annehmen, wenn wir das nächste Mal heute Abend vielleicht einen Sonnenuntergang sehen, dass wir daran denken, es ist gut, dass es diese Rhythmen gibt, dass es auch nicht immer nur Weinen gibt, sondern auch mal Lachen. Eines Tages habe ich mal meine Oma besucht und sie war krank, wusste ich nicht, aber wir sind trotzdem hingefahren und sie ist aufgestanden, obwohl es ihr nicht gut ging und sie wollte uns auch sehen, hat sich gefreut. Und also sie hatte wirklich Fieber, hat so gezittert, es ging ihr wirklich nicht gut. Und sie hat was gesagt, was mir richtig stark hängen geblieben ist. Und zwar, mir geht es wirklich so schlecht, aber naja, es werden wieder andere Tage kommen und es wird mir besser gehen. Und ich fand das so eine tolle Weisheit, mitten im Leid
diese Perspektive nach vorne zu haben. Dass man nüchtern sieht, ich stecke zwar jetzt hier drin, aber es geht nach vorne. Und das ist das, aus meiner Sicht, wozu uns die Bibel auch immer ermutigt. Zum Beispiel in Philipper 4, Verse 6 bis 7. Da steht auch auf den kleinen Zettelchen, die auf manchen Sitzplätzen liegen. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Also im Leid selbst nach vorne schauen. Aber unsere Hoffnung besteht auch darin, dass wir konkret jetzt, wenn wir Leid haben, mit Gott darüber reden können, das zu ihm bringen können. Und er hat uns verheißen, dass er uns seinen Frieden schenkt, wenn wir das tun. Dazu noch ein Vers in Römer 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Letztendlich ist so der beste und letzte Trost, dass wir einmal im Himmel sein werden. Frei von der Vergänglichkeit und vom Leid. Das ist so der Anker, an dem wir uns festhalten können, auch gedanklich. Und ganz praktisch schlage ich vor, dass ihr diesen Zettel nehmt und die Verse auswendig lernt. Im Verlauf der nächsten Monate, wie ihr das könnt, wenn ihr öfters zu leiden habt und oder euch Sorgen macht, dass ihr diese Verse griffbereit habt, parat habt. Und es gibt noch einen anderen Aspekt. Also die Zeitlichkeit und Vergänglichkeit zu akzeptieren, heißt auch, dass man nicht versucht, vergangene Phasen festzuhalten und zu konservieren. Zum Beispiel in Prediger 7, Vers 10 steht, sprich nicht, wie kommt's, dass die früheren Tage besser waren als diese? Denn du fragst das nicht in Weisheit. Häufig hält man ja gern an jungen Jahren fest, wo man noch gesünder war und nicht so viele Verpflichtungen hatte vielleicht. Und die Vergangenheit scheint oft so golden im Vergleich zur Gegenwart. Und das ist aber auch oft eine Täuschung. Man versucht, Gutes aus der Vergangenheit zu behalten und das Schlechte vielleicht zu vergessen. Und so erscheint das Leben einem dann im Rückblick sinnvoller, man kann besser damit leben. Aber die Vergangenheit zu vergolden ist Materialverschwendung, hat Ernst Ferstl gesagt. Und das Festhalten an der Vergangenheit ist eine Flucht aus der Gegenwart. Und wir sind dadurch nicht offen für das, was Gott jetzt in dieser Phase des Lebens mit uns machen will. Wo kann man vielleicht noch wachsen? Wo können wir wachsen? Wo will Gott uns vielleicht gebrauchen, um Jüngere an die Hand zu nehmen und mit der Weisheit, die wir durchs Alter gekriegt haben, durch das, was Gott uns geschenkt hat, wie können wir sie näher zu Gott leiten? Kommen wir zum nächsten Punkt. Gott hat alle Zeit. Und das betrifft jetzt die Verse 11 und 14. Wir Menschen sind begrenzt und vergänglich. Uns fehlt oft die Zeit. Oder wir verschwenden Zeit, wir kommen auch oft zu spät. Und wir leiden auch oft unter so diesen Aspekten der Zeit oder unter der Veränderlichkeit unserer Umgebung und durch die Unbeständigkeit, die Ungewissheit. Und diese Beständigkeit finden wir aber bei Gott. Gott hat alle Zeit. Gott hat alle Zeit der Welt. Ihm läuft die Zeit auch nicht davon. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Und alles, was er tut, ist auch vollkommen. Und er ist vollkommen. Und das gehört irgendwie zusammen. Und hat ewigen Bestand. Sein Wort wird niemals vergehen, sich niemals ändern. Und alles, was er verheißen hat, wird er auch halten. Er hat die Ewigkeit in das Menschenherz gelegt. Und dieses Bild des Herzens meint jetzt nicht, wie wir das oft verstehen, einfach nur unsere Gefühle, sondern das Denken, Fühlen und Wollen. Und der Mensch hat so eine Vorahnung dadurch, dass es da was Größeres geben muss, was also den Schöpfer geben muss, dem gegenüber wir Rechenschaft ablegen muss. Das hat jeder Mensch. Und es ist auch so diese Sehnsucht nach ihm, und nach dem, was Bestand hat und nach dem Sinnvollen im Leben. Gleichzeitig sind wir hier auf der Erde und müssen unser beschränktes Leben führen, aber in dem Wissen, dass es da mehr gibt. Aber wir können Gott nicht greifen, wir können ihn nicht kontrollieren. Und wir verstehen auch selten, wo und wie er gerade wirkt. Und in Vers 14 wird auch deutlich, er braucht unsere Hilfe auch nicht. Er kann auch seine Gemeinde bauen ohne uns. Und Jesus kommt auch wieder, ohne dass wir jetzt etwas dafür leisten. Das geschieht alles. Und
Abschließend liefert der Vers eine Begründung. Gott hat es so gemacht, damit wir uns vor ihm fürchten. Das heißt, die angemessene Reaktion auf Gottes Vollkommenheit ist Ehrfurcht, denn wir sind unvollkommen. Wo lebst du? Wofür lebst du eigentlich? Hast du diese Ewigkeitsperspektive vor Augen in deinem Alltag? Du arbeitest jetzt nicht dafür, dass du möglichst früh in Rente gehen kannst. Und es ist sehr gut, dass du arbeitest, deine Familie versorgen kannst, deine Kinder, dich selbst. Und das ist auch Gottes Auftrag an uns. Und wir sollten diese Verantwortung auch wahrnehmen. Und es gehört auch zum Sinn des Lebens dazu. Aber wenn jetzt nur Arbeiten oder nur Familie unser Denken bestimmt, dann ist das zu wenig. Dinge in unserem Leben können manchmal zu Götzen werden. Und wir versuchen dann, unser Lebensglück aus diesen Dingen zu ziehen. Frag dich mal, wie sehr hängst du so an diesen Dingen? Vielleicht an deinem Job oder dem Geld, das dahinter steht? Oder hängst du vielleicht an Menschen so dran, so richtig abhängig, dass du dein Glück aus ihnen ziehst? Vielleicht sind es auch deine Kinder. Und nur in Gott finden wir dieses Glück, was wir eigentlich suchen. Gott gebührt alle Ehre. Es ist angemessen, Ehrfurcht vor ihm zu haben und Demut zu zeigen, weil er vollkommen ist und wir nicht. Er ist unser Schöpfer und wir sind Geschöpf. Und als kleine Übung, um das zu verinnerlichen, finde ich es ganz gut, wenn ihr mal betet oder vielleicht in eurer stillen Zeit seid oder alleine irgendwo im Alltag, dann kniet euch mal hin und ihr könnt eure Stirn dann so zum Boden, auf den Boden legen. Und dann betet Gott an, lobt ihn für seine Allmacht, für das, was er ist, für seine Eigenschaften. Und weiht ihm euer Leben neu. Und vielleicht stört man sich so ein bisschen an dieser Art, man kennt es vielleicht auch nicht so, aber es ist nicht schlimm, weil es ist angemessen, ihm so zu begegnen. Es zeigt die Position, in der wir zu Gott stehen. Und so, wir zwingen unsere innere Haltung dadurch, durch diese äußere Haltung dazu, in diese Position. Und wir zwingen unser Denken und Wollen unter Gottes Herrschaft. Kommen wir zum dritten Punkt. Genieße seine Zeit. Die Zeit, die er dir geschenkt hat. Und das ist auch so der Hauptpunkt des Textes, wirklich, auch so schön es klingt. Und allein die Struktur des Textes betont schon diese zwei Verse. Alles ist darum so angerichtet und leitet es ein und schließt es ab. Diese vorher genannten Themen. Und der Prediger kommt zum Schluss, dass es eigentlich das Beste ist, mit diesen flüchtigen Phasen des Lebens umzugehen, indem wir das genießen, was er uns geschenkt hat. Diese Phasen genießen. Und unsere Rolle in der Schöpfung ist es, jetzt hier auf der Erde zu sein, unser beschränktes Leben zu führen. Und die Lösung ist vielleicht, so wie er das auch beschreibt, sich an den einfachen Dingen zu freuen. Dass du genug zu essen hast, dass du ein beheiztes Haus hast, dass du Arbeit hast, um dich zu versorgen und deine Kinder zu versorgen. Und der zweite Aspekt, den er nennt, ist, dass du dankbar bist für diese Geschenke. Man könnte jetzt denken, okay, ich habe mir das vielleicht verdient. Ich arbeite ja schließlich, aber nein, du hast dir nichts verdient. Gott schuldet dir auch nichts. Das ist alles Geschenk. Als ich anfing, die EFB zu besuchen, das war so Ende 2020, da war ich ziemlich froh, so sonntags einfach in den Gottesdienst gehen zu können. Ich glaube, es waren da gerade Kontaktbeschränkungen, wenn ich mich nicht irre. Und ich hatte viel Online-Unterricht, ich saß viel zu Hause. Und es tat mir einfach richtig gut, sonntags herzukommen, mit den Leuten zu quatschen und auch aufgenommen zu werden. Vielen Dank dafür. Und ich war stark auf der Suche nach einem geistlichen Zuhause. Und ich denke, ich habe es gefunden und fühle mich jetzt auch so hier. Und ich finde, was ich einfach auch sagen wollte, die IFB ist eine großartige Gemeinde, so aus meiner Sicht. Und ich finde es klasse, wie viel hier einfach läuft, so Kinderarbeit, Jugendarbeit, die Musik, die Technik, die missionarische Arbeit im Ausland, die es gibt. Es gibt die Kleingruppen, die ich gerade auch sehr genieße. Und es werden Kinderfreizeiten veranstaltet, Musicals, große Weihnachtschor gab es. Und ich finde aber trotzdem, obwohl hier so viel läuft, was ich ziemlich gut finde, die EFB ist auch eine super familiäre Gemeinde, so aus meiner Sicht. Was ich auch voll genossen habe. Und ich habe mich immer gefreut, so nach dem Gottesdienst gab es ein Kirchencafé oder es gab mal eine Waffel. Wir haben zusammen Mittag gegessen und so. Ein anderer Aspekt ist, wir haben total die große Bandbreite an, also Altersgruppen. Wir haben Senioren,
Wir haben kleine Kinder, die neu geboren werden. Ich finde das total bereichernd einfach. Ich habe jetzt nichts davon, hier Werbung für die IFB zu machen. Ich bin schon Mitglied. Aber ich wollte uns einfach ermutigen und aufmerksam machen, dass wir anfangen auch zu schauen, was gibt es Gutes in unserem Leben? Was hat uns Gott geschenkt? Wofür sind wir dankbar? Und als Anwendung würde ich so vorschlagen, das ist auch auf den Zetteln, sind so drei Linien, da kann man dann aufschreiben, wofür ist man dankbar? Und das können Personen sein in der EFB oder Freunde, die man hat, Kollegen. Wofür ist man Gott dankbar? Und man nimmt es an als Geschenk von Gott. Das Beste ist natürlich, man macht es sich zur Gewohnheit, so morgens oder abends sich hinzusetzen und dann sich vor Augen zu führen, wofür bin ich heute dankbar oder was war gestern gut? Womit hat mich Gott beschenkt? Und die zweite Anwendung ist, genieß dein Leben. Ich denke, manche müssen es wirklich hören, du darfst dein Leben genießen. Und Gott möchte das auch. Und es ist gut, solange es im gesunden Rahmen bleibt natürlich. Und es macht keinen Sinn, immer nur zu arbeiten, immer nur Überstunden zu machen, sich nie was zu gönnen. Genieß die Mahlzeiten, genieß den Tee mit deiner Familie, Kaffee mit Kollegen oder genieß die warme Dusche am Morgen. Das ist bei mir so. Morgens das Erste, was ich mache, ich stehe auf, gehe in die Dusche. Das ist immer so, ich freue mich immer so, es ist so eine warme Decke, die so über einen gelegt wird. Ah, schön, man wird frisch, man wird sauber und man startet frisch in den Tag. Ne? Und ich hatte mal eine lustige Begebenheit. Ich war in so einem Sportverein und ich war gerade fertig mit Training, komme in die Umkleidekabine und daneben sind direkt Duschen. Und man kann da reingucken und da waren dann zwei Kerle, hatten Badehosen an, standen unter der Dusche, beide so nebeneinander, und haben sich aber nicht gewaschen. Und standen da einfach und haben so das warme Wasser genossen. Und ich habe denen ein bisschen zugehört, die haben kein Deutsch geredet, irgendeine Fremdsprache. Und ich dachte mir so, ah ja, okay, die kennen sowas nicht, aus ihrem Heimatland vielleicht, warme Duschen. Und die standen da bestimmt eine halbe Stunde oder länger, ich weiß es nicht. Haben das einfach so genossen eine ganze Zeit. Und ich fand das so interessant, weil ich habe mich einfach schnell geduscht, 5 Minuten fertig, ne? Ich habe ja keine Zeit. Und die haben es aber genossen, weil sie es nicht kannten. Für sie war es neu und ich denke, so ist es bei uns oft auch. Lass uns einfach aufmerksamer werden für die Dinge, die eigentlich offensichtlich sind, aber jeden Tag gut sind und die Gott uns schenkt. Und keine Ahnung, was es bei dir ist, vielleicht ist es dein Nutella-Brötchen, aber ist nicht gesund, aber dann genieß es wenigstens, okay? Ich denke, ich spreche gerade zu besonders gewissenhaften Leuten. Mach mal was, worauf du Lust hast und hab kein schlechtes Gewissen dabei, okay? Nicht jede Aktivität muss immer einen Zweck erfüllen. Manche Dinge sind zwecklos, aber äußerst sinnvoll. Und das hat Manfred Lütz gesagt. Bevor es jetzt manche falsch verstehen, es geht hier auch nicht um ein Wohlfühlevangelium. Man darf genießen und nimmt die Sünde trotzdem ernst. Es ist nicht entweder oder, sondern und. Genießen und Heiligung. Genießen ist keine Sünde, solange es kein Lebensziel wird. Gott ist auch kein Zuchtmeister im Himmel, der jetzt dich mehr oder weniger annimmt, je nachdem, ob du mehr oder weniger leistest. Und es ist einfach okay, wir machen das, wozu Gott uns berufen hat und wofür er uns Gaben gegeben hat, und das reicht. Wir beten gleichzeitig um Veränderung und bitten ihn, dass er uns zeigt, wo wir Wachstum brauchen. Ich komme langsam zum Schluss. Ohne Gott ist nicht nur alles zwecklos, sondern auch sinnlos. Die ganze Mühe im Leben, dein Geld, dein Einfluss, dein Können. Das Leben ohne Gott zu leben, ergibt keinen Sinn. Wir werden nur glücklich werden, wenn wir unseren Lebenssinn und unser Glück in Gott suchen. Er möchte unserem Leben Sinn geben. Wir werden verzweifeln, wenn wir versuchen, dieses Glück in Dingen oder in Menschen zu suchen. Andererseits besteht ein Teil unserer Rolle darin, eben hier auf der Erde zu sein, zu arbeiten, die eigene Familie zu versorgen und die Schöpfung zu verwalten. Wir dürfen auch diese Verantwortung nicht vergessen. Wir sollten unsere Vergänglichkeit und seine Vollkommenheit akzeptieren. Das Beste, was wir dazu machen können, ist, die Lebensphasen anzunehmen, in der wir gerade stecken, in der wir gerade stehen, positiver ausgedrückt, und besonders die guten Dinge daran zu genießen, die Gott uns schenkt. Der Prediger sucht in seinem Buch eigentlich den Sinn des Lebens. Und er kommt am Ende des Buches zu einem Schluss, den ich kurz vorlese. Prediger 12, 13 bis 14. Lass uns am Ende die Summe von allem hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen.
Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, sei es gut oder böse. Gott wird irgendwann für Gerechtigkeit sorgen, aber das heißt auch, dass wir Menschen dann vor Gericht stehen. Wir begehen alle früher oder später Sünden. Und es geht hier bei Sünden nicht bloß um eine Zielverfehlung, das ist ein Aspekt der Sünde, aber es geht vor allem auch um Auflehnung gegen Gott. Ja, es ist, ich vertraue Gott nicht und ich will es besser wissen und nach eigenen Maßstäben leben. Und wir können so nicht in der Ewigkeit in Gottes Gegenwart leben. Auf diese Menschen wartet die ewige Verdammnis, eine ewige Strafe getrennt von Gott. Gott hat keine Freude daran, aber wird zu diesen Menschen sagen, dein Wille geschehe. Aber was der Prediger damals noch nicht erlebt hat, dass Jesus eben gekommen ist, für unsere Sünden gestorben ist, damit wir, wenn wir mal vor Gott stehen, dass wir gerecht sind. Und auch jetzt schon. Und wenn wir sagen, Jesus, ich will nur noch für dich leben und danke dir, dass du gekommen bist, für meine Sünden gestorben bist, und wir dann vor Gott stehen und Gott wird sagen, Jesus hat für dich bezahlt, du bist freigesprochen. Und jetzt, da wir diese Perspektive haben, wird es nicht dabei bleiben, dass wir einfach nur unser Leben genießen und auf den Himmel warten. Denn Jesus hat auch gesagt, macht alle Nationen zu Jüngern. Er hat uns diesen Auftrag gegeben. Und er hat auch gesagt, sammelt Schätze nicht hier auf Erden, sondern im Himmel, wo sie Motten und Rost nicht zerfressen. Also das heißt, wir können doch etwas tun, was die Phasen des Lebens überdauert und was sogar unseren Tod überdauert, was bis in die Ewigkeit reicht. Wir haben alle, die wir uns zu Jesus bekennen, den Heiligen Geist bekommen, der in uns wirkt und uns verbindet, uns vereint und uns Gaben gegeben hat, die in der Gemeinde gebraucht werden. Und ich will uns ermutigen, lass uns neu fragen, Gott, wo willst du mich gebrauchen? Was hast du mir vielleicht gegeben? Wo willst du mich neu gebrauchen oder noch was wieder aufleben lassen, um in deinem Reich zu bauen? Und dann lass uns einfach aufmerksam dafür sein, was Gott uns sagt und das auch tun. Aber bitte vergesst eins nicht, genießt es. Amen. Und dann kommt jetzt das Abendmahl, ne?